Hier geht's runter. Oder? Oh Gott, na! Mein Gott, na, ich will hier raus! Hier ging's doch raus, oder nicht? Wir müssen jetzt den Weg der Mumie und den Plan im Taschencomputer zusammenbringen. Psst. Wo ist denn hier unser Super Gadget? Grandios! Nicht so laut! So. Achtung. Scans. Ach so, ja. Kann man das denn hier mit diesem... Aha, aha. Das macht Sinn. Das... Passt. Also, das ist da jetzt auch schon fest. Jetzt habe ich die ganze Zeit die Pokémon-Melodie im Ohr. Pokémon, komm, schnapp sie dir. Ach, ja, natürlich, das habe ich. Da ist sie also. Los, hin, aber vorsichtig. Pokémon, komm, schnapp sie dir. Wett? Nochmal, bitte. Für den dummen Jan. Hier ist mein Geheimzeichen. Hä, hey, wo jetzt? Wo jetzt? Was jetzt hier? Ich hab leider jetzt gerade nicht aufgepasst. Wo geht's denn jetzt lang? Da ist sie also. Los hin, aber vorsichtig. Hä? Also wieder. Ne, hier raus, dann da lang, zweiter Stock. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich jetzt voll die Ahnung, wo die ist.
Oder ist sie etwa wieder? Oder ist sie etwa wieder im Keller? Weil das da doch so. Mist, abgesperrt. Wo könnte nur der Schlüssel sein? Im Büro. Nein, ich glaube, das ist nicht das richtige Zimmer. Doch, im Büro. Achtung auf die roten Linien. Der Alarm muss jetzt eingeschaltet sein. Psst! Leise sein, damit der Wächter uns nicht hört. Wir können den Mund halten. Ihr Mädchen habt dabei immer Schwierigkeiten. Hey, das habe ich überhört. Wir müssen den Wächter ablenken, damit wir an den... Wir müssen den Wächter an einen anderen Ort locken. Haben wir nicht irgendwas Nützliches dabei? Die Blumen haben wir leider schon verschenkt. Ich glaube nicht, dass uns das hier nützt. Doch. Wir bestechen den. Ich glaube nicht, dass uns das hier nützt. Doch. Wir beschießen den. Ich glaube nicht, dass uns das hier nützt. Doch, das ist die Bild-Zeitung. Die hat nur eine Mark gekostet. Das ferngesteuerte Auto, klar. Wir programmieren es so, dass es den Alarm auslöst. Der Nachtwächter muss hin und wir schnappen uns den Schlüssel. Ich trage das Auto ins obere... Ich kenne mich mit dem Ding... Mit Go kannst du das Auto vorwärts fahren lassen. Mit links oder rechts änderst du die Richtung. Delete löscht die letzte Zeile und neu die ganze Programmierung. Wenn du denkst, du hast es, drücke auf Start. Hey Phantom, programmier du doch das Auto. Oh Gott. Go, go, go. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soll das einfach nur den Alarm auslösen oder was? So, jetzt aber schnell, bevor er wieder zurückkommt. Wo ist der Schlüssel? Ach Gott, hier! Geschafft! Da ist er! Ja. Ich hoffe, der packt. Was ein Schwachsinn!
hier bei den Low Angels Mitglied und jetzt hier. Jetzt ist sie bestimmt schon wieder längst weg. Ich glaube, wir spielen das heute noch durch. Endlich, zum Glück. Sag ich da mal. Wo kann sich denn hier eine ganze Mumie verstecken? Feuerwehr! Keine Ahnung. Da ist sie doch! Oh nein! Das ist ein Kostüm! Oh. Es hat sich also tatsächlich jemand verkleidet! Oh Mensch! Und was machen wir? Hey, das hätte ich nie vermutet. Selbst anziehen und dann rumspuken. Anzünden! Das ist ja so klein, das kann ja kein Mensch lesen. Komm, Mottenmeier. Sehr gut. Und du? Das ist ja so klein, das kann ja kein Mensch lesen. Hä? Das ist ein Handy, das wir benutzen. Ihr dummen Nüsse. Das ist ja so klein, das kann ja kein Mensch lesen. Also verbrennen was. Sehr gut. Da ist jemand! Nichts wie hinterher! Das ist der alte Sack. Das ist der einzige, der so fit ist. Los, schnell die Treppe runter! Nein. Da läuft jemand durch die Halle. Die Tür steht offen. Weg, so ein Mist. Alles umsonst. Komm, bleib da. Der oder die ist bestimmt schon über alle Berge. Vielleicht gibt's aber Spuren zu entdecken. Verloren. Hey, klasse!
Stammen Sie von jemandem, den wir kennen? Ach hier, sieh an. Nein. 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 Luigi, der war es auch nicht. Er war es auch nicht. Die Tante. Die war es. Nee, die. Sie war es. Ich wusste es. Genau, sie stammt von Frau Fischer. Das ist die Frau in dem Hosenanzug. Was tut sie mitten in der Nacht im Museum? Ist Frau Fischer die Mumie? Oder verfolgt sie die Mumie selbst? Die Frau mit dem Hosenanzug. Hallo, hier spricht Edgar Wallace. Rufen wir doch beim Kostümverleih an. Schnell, wir brauchen ein Telefon. Genau, nachts um 12 Uhr ist da bestimmt noch jemand. Telefon, bitte sauber halten. Eben nochmal schauen. Was war denn die Nummer? Die Nummer war 49 15 12. Ja. Fünfzehn, zwölf. Ja. Hier ist der Anrufbeantworter des Kostümverleihs Mottenmeier. Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Wir haben Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Vielen Dank für Ihren Anruf. Tja, das war klar. Aber warum statten wir Frau Fischer nicht ein? Was sollen wir mit der machen? Wo wohnt sie? Wo kriegen wir ihre Adresse? Fischer fängt doch mit F an. Ach so. Prima, jetzt haben wir die Adresse. Heute Nacht können wir sowieso nichts mehr ausrichten. Morgen treffen wir uns gleich um 8 Uhr in der Museumsstraße 3. Museumsstraße 3. Morgentiger, ausgeschlafen? Oh, scheiße. Nicht schon wieder. Ich hab von dieser Mumie Albträume gehabt. Also, dann werden wir Frau Fischer mal auf den Zahn fühlen. Oh Gott, nee, Leute, na. Museumsstraße 3. Das ist doch gleich rechts neben dem Museum. Ich will aber nicht. Ja, ich mache jetzt erstmal eine Außenaufnahmepause. Ganz zufällig. Also ganz spontan. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder die Mumie verfassen zu suchen. Ich dachte, wir hätten es jetzt schon fast. Aber es geht anscheinend noch weiter und deshalb, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Tschüss.